Ja, hallo liebe Leute, ich begrüße euch ganz herzlich. Die Serie geht weiter, wir sind jetzt beim zweiten Teil. Und es geht um den Buchstaben B. Und da ist doch mal wichtig, eine Top 10 zu machen, nicht wahr? Wie Atlantis Art das sieht, also Top 10 Buchstabe B. Begeisterung. Dieses Wort hat Aufnahme gefunden, weil es eine immer wiederkehrende Erfahrung in unserem Leben ist. Immer wenn ein Funke auf uns fliegt und wir uns für etwas entflammen können, dann sind wir echt am Leben. Hartes Brot ist nicht hart. Kein Brot, das ist hart. Bratpfanne. Ja, ist denn Atlantisart verrückt geworden? Wie kann man denn nur ein solches Wort aufnehmen in die Top 10? Bratpfanne? Das ist doch grotesk. Nein, keineswegs. Jeder, der mal Heißhunger auf ein Spiegelei hatte und keine Bratpfanne zur Hand, der weiß, was ich meine. Banane. Tolle Sache mit dem Obst. Also, das ist sagenhaft. Auspacken, essen. Auspacken, essen. Auspacken, essen. Das reicht dann bis zum Abend. Bewerbung. Also, das Wort hat es ja in sich, wenn man sich mal überlegt, wenn da einer ganz mutig ist. Also, ein Optimist, der bewirbt sich noch mit 57 Jahren als Textilwarenverkäufer bei der NASA als Frontmann für die Marsmission. Bilder, ein sehr tiefgründiges Wort. Denn die Bilder, die wir in uns tragen, die bilden das Universum, in dem wir leben. Beten. Wer das kann, trägt mit Sicherheit einen unbezahlbaren Schatz in sich. Besuch, auch ein ganz tolles Wort, weil es ja auch mit Emotionen zu tun haben kann. Denn Besuch, da kann man ja auch mal so überlegen, ein Besuch macht dann den größten Eindruck, wenn man ja nicht erwartet wird. Das Wort bunt hat auch eine tiefe Bedeutung. Denn aufgrund der Farben, die uns umgeben, kann man eigentlich gar nicht von einem grauen Alltag sprechen. Und zum Schluss dieser Reihe Top 10 B, ein herrliches Wort, nämlich Baumhaus. Einer, der da wohnt, der ist bestimmt auch sonst ein Lebenskünstler. Ja, hallo, und jetzt bin ich wieder zurück. Ihr kennt das ja schon aus der vergangenen Folge hier in meiner Atlantis-Art-Fabrik, wo die ganzen Filme gemacht werden und so. Ne? Jetzt haben wir das mit dem B schön hingekriegt und ich bin einmal sehr gespannt, wann ich Zeit finde, mich dem C zu widmen. Alles Liebe und Gute bis dahin. Tschüss.